Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Transportfieber 2. Und wir sind hier auf meiner sechsten Landkarte. Und das ist Leipzig mit dem Uniriesen, Völkerschlachtdenkmal und dem großen Leipziger Bahnhof. Und wir wollen mal gucken, was wir heute hier noch tun können. Leipzig-Altenburg. Das ist überfüllt. Da brauchen wir 9 Züge. Dann schauen wir mal, wie wir die hier ersetzen können. Elektrisch erstmal eine schöne schnelle Lok. Ganz unten. Ah, genau. Die BR 82, 182 ist schon nicht schlecht. Die 01, wir nehmen die 01 hier, Agfa. Und Cargo, nee, Passagiere. So, dann nehmen wir Einheitswagen. 22. Die haben wir. Ah, die fahren bis 160, die Metronomen. Die russischen auch. 160 sind die begrenzt. Und wir nennen die Einheitswagen 4. Jetzt haben wir 172 Kapazität. Da kommen wir schon wieder. Die passen gar nicht rein alle. Da brauchen wir noch eine E-Lok. Dann nehmen wir noch eine 101. Noch eine Agfa. Halt. So, vorne dran, da haben wir 200 Kapazität, 275 Meter, da könnten wir sogar noch einen dranhängen, 302, da haben wir 220er Kapazität ausgezeichnet, ersetzen. Und wir bestellen noch einen. So, damit wir das mal hier. Dresden-Leipzig. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit. Ne, halt Übersicht. Einnehmen Details. Wir fahren 160, die müssen wir auch ersetzen. Wir müssen die Personenzüge schneller machen. Elektrisch. Dann nehmen wir auch eine 101, so ist er. Gibt's doch nicht, jetzt die 101 weg. Hier ist er. So, haben wir noch eine Werbelok? Nein. Ja, dann nehmen wir 2 Stück. 1, 2. Und Passagierwagen. Nehmen wir die Intercity-Wagen. Oder die IC-Wagen. Wir nehmen die IC-Wagen.
Oh, da passen aber wenig rein. Da passen bloß 17 rein. Intercity 17. Einheitswagen 22. Wir nehmen die Einheitswagen dort auch. Das ist schon zu lang. Dann bestellen wir auch noch ein. Nehmen wir 3 Stück. So, das haben wir, das haben wir. Dresden, Leipzig, die haben wir gerade gemacht. Das ist die längste Strecke. So, mittlerweile müssten die Züge angekommen sein. Und wie sieht es jetzt hier aus? Ja. Das Stahlwerk läuft. Haben wir hier Getreide liegen. Dann werden wir die hier auch ersetzen. Haben wir 25, dann nehmen wir die Elli. Die Eliane. Und zwar Getreide 10-fach. So. Haben wir hier eine Ampel mehr? Halt. Da können wir noch mal 5 reinnehmen. Nee. Wir nehmen doch die größeren. Wir nehmen die großen. Da verdoppeln wir glatt. So. Die schicken wir nochmal zurück. Und wir nehmen trotzdem noch 5 Stück rein. Das ist schon ein Stückchen Weg. So. Das haben wir auch abgehakt. Dann kommen wir nach Altenburg. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Da rollt alles. Wir fahren aber immer noch welche oben auf der Landstraße. Fahren noch nicht über die Autobahn. Ah, und hier wollten wir die Autobahn weiterbauen. Bis nach Berlin. Oh, da kommt eine Fehlermeldung. Kein elektrischer Weg. Leipzig-Altenburg. Nö. Das ist doch jetzt ein Witz.
zu 44. Was steht hier drin? So. Auf Gleis 19. Auf Gleis 19. Hier. Ah, der ist so lang. Das ist nicht elektrischer Weg, sondern der ist ein Waggon zu lang. Der steht auf der Weiche. Dann müssen wir da mal... Waggons abhängen. Reicht nicht. Das reicht nicht, das reicht nicht. Noch einen halben Waggon weg. Das reicht noch nicht. Da ist der Bahnsteig 250 Meter bloß. So, und jetzt müssen wir den umdrehen. Okay. Ja, wir haben ja noch einen zusätzlichen Zug geordert. Also sind wir, haben wir einen höheren Takt und kriegen die dadurch weg. Das war Leipzig-Altenburg. Und wir haben noch Leipzig-Dresden. Die haben wir Linie. Die fahren hier rein. Und da werden wir das gleiche Problem schön kriegen. Leipzig-Altenburg. Ja, 350 Meter darf er bloß lang sein. Ne, 250 Meter. Wir haben jetzt Altenburg-Leipzig, das ist hier die grüne. Und Dresden-Leipzig ist die braune. Ne, die ist ein Stückchen länger. Die ist länger. Die gehen bis hierher. Wir hätten ja auch den grün umlegen können. Wir haben hier noch einen langen Bahnsteig. Wir könnten den grün... Ja, wir lassen das jetzt so. Das lassen wir so. Wie sieht es denn um Leipzig aus? Wächst das langsam hier? Ja. S-Bahn ist stehen schon immerhin ein paar Leute an der S-Bahn. Ja, das läuft. So, hier ist alles gut. Die könnten mal eine Stufe höher fahren. Wo fahren die hin? Die fahren doch nach oben, ne? Die fahren hier rüber auf der Autobahn und fahren das hier nach Leipzig zur Rösterei Rondo. Könnten wir eins hochschubsen.
So. Und dann wollen wir unsere Autobahn wieder ein Stückchen weiterziehen. So, wir müssen jetzt hier dran vorbeikommen. Ich nehme einfach mal die Straße weg. Na, guck mal, was hier ist. So, und jetzt müssen wir doch hier dran vorbeikommen. Jetzt haben wir ein Problem, Chen. Wir müssen hier lang. Nicht hoch, wir gehen runter. Wir bleiben gerade. Und dann machen wir hier einen Autobahntunnel. So. Das wird so nichts. Dann ziehen wir das mal weiter. Das kriegen wir besser hin. Da müssen wir mal ein bisschen auffüllen hier. So. Und dann holen wir uns das nochmal. Und wir wollen hier. So, und dann drehen wir das gleich um, damit wir es nicht vergessen. Und dann gehen wir hier unten durch und kommen hier schon wieder raus. Und wir müssen dann nach oben. Wir müssen hier auf die Brücke. Eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen hier eine große, lange Brücke. So. Dann gucken wir mal. Wir haben doch hier oben schon so. Ach nein, wir haben die dort. Und die ist schiffbar, ja.
Ja, die würde ich jetzt mal hierher pflanzen in die Botanik. Es wird aber eng mit einer zweiten. Ja, auch wenn die Pfeiler nicht ganz gerade stehen, zumindest haben wir die gleiche Länge. Und ich nehme die mal so, wie sie ist. So, jetzt müssen wir von dort runter da dran. Wenn wir das auffüllen. Ja. Drehen wir gleich rum. So. Jetzt nehmen wir das. Das füllen wir auf. Den Tunnel haben wir. So, und hier müssen wir was umdrehen. Die Brücke. So, da haben wir schon wieder ein Stück geschafft. Aber ich hatte doch wo ist denn das hin? Also hier ist es nicht. Die kriegen hier eine Raststätte. So.
Ach, ich hab's falsch angeklickt. Ich wollte den Brot liefern. Ja, machen wir es nochmal weg. Jetzt weiß ich, wie man es einstellen muss. Industrie. Brot. So. Autobahn. Kommen wir außen da rein. Kollision. So geht's. So kann man es bauen, komisch. So rum geht's nicht. Ist ja eigenartig. Man muss es verkehrt rum bauen und dann kann man es anschließen. Jetzt probiere ich es von der Seite nochmal. Ne, so rum geht's eben nicht. Ich muss hier rausgehen. Kann dann hier reingehen. So, hier das gleiche. So. Und jetzt drehen wir das noch rum. Und jetzt müssen wir die mit Brot versorgen. Dann machen wir hier eine Baustraße. Die fährt 60. Ja. Wir müssen rein und raus. Wenn wir nicht so weit fahren müssen. Und wir bauen hier noch eine Abfahrt. Stürzt das Getreideteil hier unterirdisch. Ne, wir bauen hier einfach einen Versorgungsweg. Das machen wir als Busspur. Da kommen dann nur die LKWs rein. Und hier kommen sie wieder raus. Und die sind nicht zusammen, ne? So, jetzt bauen wir hier noch ein Sträßchen. Eine Landstraße. Hier ist gerade die Brücke. Na, ich gehe mal aus der Brücke so raus. Wir gehen gerade raus. Als Busspur. So. Müssen wir bis hierher
fahren. Und von hier gehen wir per Einbahnstraße einmal dort rein. Und von hier gerade. Sind die Versorgungswege. Jetzt habe ich aber die Busspur vergessen. Das soll alles Busspur. Oh, jetzt habe ich hier Einbahnstraße. Naja, gut. Da sieht man die Busspur nicht. Die sieht man nur hier. Oh. Hier ist ein Schleichweg entstanden. Das ist nicht gut. Der schleicht sich hier rein und raus. Wer ist denn das? Das macht er aber nur, weil er hier nicht auf die Autobahn kommt. Wir brauchen hier eine Abfahrt. Autobahn. Gebäude. Ach Quatsch, hier. Drei. Groß. Drei. Nehmen wir mal Mittel. Drei Spuren haben wir. Wir müssen oben bleiben. Wir müssen hoch. 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 Ich hoffe, wir kommen mit der Straße drüber. So, Autobahn. Also das funktioniert schon mal. Das füllen wir auf, das Stückchen. Und das... Oh, wir haben hier irgendwie die Busspur drin. Komm nicht drüber. Das ist ja auch normal. Sehr. Da kommt gerade so drüber. Wir müssen da
durch den Berg durch. Und dahin. Jetzt bauen wir Landstraße. Die fährt 80 und die fährt 100. So. Also wir müssen tiefer. Bahn, drei Spuren. Warum geht das jetzt nicht? Bau nicht möglich. Brücke haben wir hier drüben genommen. Und da haben wir gar keine Träger unten. Ja, wir nehmen jetzt die. Müssen wir eben drehen. So. Und jetzt nehmen wir das Teil nochmal weg. Landstraße. Ja, das ist mit der Krümmung. Ach, wie kriegen wir denn das hin? Wir bauen hier mal noch ein Stückchen. Nein, wir müssen hoch. Ah, ich hab's, wir kriegen das so hin. So. Ach, ich muss doch auffüllen. Ich muss doch auffüllen. So. Ein Stückchen noch, dass wir hier gerade kommen. Auffüllen. Jetzt können wir das nicht verbinden. Und das ist eine Abschussrampe. Nee, das geht nicht so. Das geht zu hoch. Jetzt müssen wir höher kommen. Wir müssen hier höher kommen.
könnten wir noch eins probieren. Können wir das verbinden? Ja. Das können wir verbinden. So, wenn wir jetzt die Brücken wegnehmen und dort eine Brücke draus machen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert so. Immer noch zu steil. Müssen wir noch anders bauen? Hier nicht rein. Warum komme ich hier nicht rein? Wenn ich Landstraße mehrspurig nehme, komme ich auch nicht rein. Kann ja nicht einfach was wegreißen und das müssen wir noch mal also ich muss das Teil noch mal setzen. Ja, wir könnten mal die Höhe behalten. Thank you.
So, jetzt bin ich ein Stückchen höher. Jetzt gehe ich hier rüber. Dann müssen wir hin dorthin. Immer noch ein Stückchen höher. So, jetzt nehmen wir hier diese Brücke. Bauen wir hier rüber. Gerade. Jetzt nehmen wir die Autobahn wieder und ziehen von hier raus. So. Da haben wir es doch. Mann, 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 Mann. Aber wir haben das als Brücke. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Jetzt nehmen wir die Landstraße. Dann komme ich in der Mitte rein. Ja, es ist schon wieder hier ein Schlenkrisch drin. Wir müssen das anders machen. Wir müssen jetzt zweispurige Landstraße. Wir gehen im Winkel weg. Gerade. Und das füllen wir auf. Egal wie das erste Mal aussieht. So. Jetzt bauen wir die Autobahn von hier nach unten. Das geht nicht. Da sind wir zu eng dran. Das kriegt er nicht hin. Also das geht nicht. Das auffüllen. Ja, wir basteln da. Hier komme ich an die Straße. Von der Autobahn nicht raus. Ich komme hier nicht schräg raus. Machen wir das mal so. Man macht hier eine Beule. Warum auch immer. Jetzt mache ich mal diese Beule.
Scheiß. Wir müssen das hier vorne ein Stückchen kürzen. So. Sieht doch schön. Wir sind zu dicht. Wir sind bemüht zu dicht. Wenn ich aber jetzt hier mit einer kleineren weitergehe, das auffülle, das kann ich von hier, komme ich dort nicht raus. Was ist denn das? Kommen wir nicht hoch? So hätte es, wenn das gerade wäre. Warte mal, mit N. Ja, mit N kann ich die Seite hochziehen, aber nicht die andere. Jetzt nehme ich die andere noch mal weg. Wieso kann ich denn die nicht verbinden? Das ist doch. Warum komme ich jetzt hier nicht raus? Weil der so ganz runter gehen will. Jetzt hat's geschnackelt. Und jetzt haben wir hier eine kleine Beule, aber das geht so. Jetzt würde ich noch mal die wegreißen. Jetzt komme ich hier nicht rein. Kommt das mit Blöder rein? Also tiefer gehen. Wesentlich tiefer. Rückenpfeiler-Kollision. So nicht. Geht ja bloß da. So, wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt sieht's doch klasse aus. Und hier kreuzen wir.
Ja. So, die Zufahrt hätten wir. Später könnte man ja hier noch eine Brücke drüber machen. Aber wir haben erst einmal eine neue Verbindung hier rüber über unser neues Stückchen Autobahn. Und das werden wir nächstes Mal anschließen bzw. beliefern unsere Raststätte. Tja, und Blick auf die Uhr sagt, wir müssen schon wieder am Ende der Zeit, die Stunde ist schon wieder um. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man hier ein bisschen bastelt. Aber wir haben es geschafft. Wir haben eine wunderschöne Abfahrt gebaut. Und die ersten LKWs fahren auch schon. Machen wir gleich mal noch ein Foto. Ja, liebe Freunde, wenn es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuschauen, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.